Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Strategic Command World War II World at War. Das hier ist eine Runde mit den Achsen, die ich gegen den Herzog Sieg LP spiele. Das ist einer meiner Gegner aus dem YouTuber Beef. Und die laufende Runde, die ich mit den Alliierten habe, die ich mit Ponzi schon angefangen hatte hochzuladen, ich glaube, da habe ich noch 5 oder 6 Videos, aber die habe ich letztendlich kapituliert, weil es dann zwei, drei Mechaniken gab, die ich einfach nicht kannte, und die haben letztendlich dazu geführt, dass ich dann wirklich kapitale Fehler gemacht habe und dann die Runde aufgrund dessen kapituliert habe. Ich habe jetzt mittlerweile mit Ponzi schon 3 weitere Runden gemacht und fühle mich jetzt mittlerweile etwas wohl am Sattel und habe jetzt verschiedene strategische Überlegungen angestellt und habe mich, wie gesagt, auch mit den Game-Mechanik noch ein bisschen beschäftigt. Insofern fühle ich mich jetzt bereit, mal mit einem anderen Gegner, mit einem Gegner anderen Kalibers es jetzt nochmal aufzunehmen. Und obgleich ich glaube, dass ich letztendlich schon verlieren werde, glaube ich, dass ich jetzt auf jeden Fall eine deutlich, also ich denke, dass ich deutlich in der Lage sein werde, hier Widerstand zu leisten, mit den Achsen gutes Gameplay auf den Tisch zu legen. Das ist zumindest mein Anspruch, den ich habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen die Achsen. Insofern die Kombination aus Deutschland, Italien und Japan und haben verschiedene Schauplätze, um die wir uns kümmern werden. Vorneweg natürlich erstmal China. Unser Hauptziel am Anfang in China wird es erstmal sein, die Gegner so ein bisschen zurückzudrängen, sodass die nicht in der Offensive sein werden und uns gleichzeitig in so eine Position nach vorne zu schieben, sodass wir letztendlich die Möglichkeit haben, dann in Ruhe in Indochina, Vietnam, Burma und Indonesien überall unsere Invasion zu machen, wenn wir dann Mitte 40, 41 sind. Wahrscheinlich eher Mitte 41 als 40, ne? In Afrika wäre es natürlich der Traum, wenn wir Nordafrika erobern könnten und auch Ostafrika halten könnten. Ostafrika werde ich verstärken, obgleich ich glaube, dass Ostafrika einfach kein guter Stützpunkt ist und ich glaube, dass jede Ressource, die da rein investiert ist, quasi fast umsonst ist, weil der Commonwealth-Spieler letztendlich beinahe alle Ressourcen dorthin dirigieren kann, um dort, ja, der kann da halt das komplette Commonwealth, wenn er möchte, hinschieben, um dort quasi Druck zu machen gegen die paar italienischen Truppen, die ich da habe. Das gesagt, ist es trotz alledem eine sinnvolle Möglichkeit, um die alliierten Truppen aus Nordafrika ein bisschen wegzulenken. Das ist also schon da an der Stelle dann die Überlegung. Genau. Im Atlantik selbst werden wir uns natürlich mit dem Convoy-Raiden beschäftigen. Nichtsdestotrotz ist es am Anfang, glaube ich, noch nicht so lukrativ. Also man kann mit ein paar gut platzierten U-Booten, denke ich schon, die Konvois hier stören. Aber am Anfang kann man da einfach noch nicht so viel rausholen. Das ist schlichtweg dem Umstand geschuldet, dass am Anfang noch nicht so viel Lendlease fließt. Und die richtig dicken Brocken könnt ihr erst später holen, wenn der Amerikaner dem Briten und dem Russen das Zeug schickt. So. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal im europäischen Theater an. Und das Erste, was wir machen, ist, unsere Schiffe ein bisschen richtig hinzustellen. Der hat mittlerweile so viele neue Sachen kennengelernt. Also klar muss man die Überseeschiffe erstmal auf Konvoi-Überfall stellen, damit sie überhaupt einen Konvoi überfallen können. Hier unten können wir jetzt im Moment noch nichts abfangen. Das liegt schlichtweg daran, dass Südafrika in diesem Zug noch nicht im Krieg ist. Wir können allerdings hier oben was abfangen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob wir das tun wollen oder ob wir versuchen, die Kraftspiel erstmal wieder zurück in unser Heimatland zu holen. Ich denke, das machen wir so. Hier drüben werde ich tatsächlich so machen, dass ich eine Runde mal versuche, was abzufangen. Das werden wir nicht ewig machen. Mit dem U-Boot hier werden wir genau das Gleiche machen. U-Boote kann man am Anfang relativ. Scheiße, das wollte ich nicht. Schon den ersten Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich noch einen Slider nach unten, dass er dann tatsächlich auch ab. U-Boote kann man relativ problemlos auch später noch rausholen. Zack. Und zack. Zack und zack.
So, sollte ich in der Lage sein, zumindest ein bisschen was abzufangen. Meine Schlachtschiffe, die werde ich auf jeden Fall in meine Häfen erstmal stellen. Die haben jetzt noch keine große Einsatzzeit. Dann gucken wir bei den Deutschen mal in die Forschung rein. Panzerabwehrwaffen. Ja, finde ich am Anfang, also finde ich eigentlich gar nicht so sinnvoll beim Deutschen. Höchstens später so ein bisschen gegen den Russen. Da bekommt man auch, während Barbarossa bekommt man drei Panzerabwehrwaffen geschenkt. Insofern kann man das von mir aus drin lassen, sind es auch nicht so viele. Raketenwaffen, das gebe ich allerdings zurück. Industrie sind wir schon dabei, das zu entwickeln. Logistik finde ich jetzt nicht so wichtig. Befehlskontrolle sind wir dabei. Artilleriewaffen. Im Moment haben wir ja keine Artillerie. Befehlskontrolle eins nach oben bringen wäre mir eigentlich fast noch wichtiger am Anfang. Ich denke, dass ich hier doppelt investieren werde. Ist das Thema erstmal fertig? Ganz wichtig, mit der Armee einen Schritt nach vorne gehen, ansonsten können die hier Tabula Rasa machen. Also, damit meine ich, dass sie in die Mine reingehen und mir die Mine wegnehmen. Im Moment sind wir nur im Krieg mit den Jungs hier. Insofern müssen wir uns jetzt hier also genau überlegen, was wir tun. Und stellen als allererste Handlung mal unsere ganzen Kommandeure auf halbautomatisch, sodass wir da im Zweifel auch selber noch was einstellen können. Mir ist viel daran gelegen, so schnell wie möglich nach Warschau zu kommen. Dazu muss ich die Jungs hier jetzt erstmal wegräumen. Und hier oben genau das Gleiche. Ich denke, dass ich den da erstmal wegräumen will. Da wird jetzt gleich ein Fighter fliegen. Ich meine, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht am Anfang, die Invasion gegen Polen. Ich glaube, der steht hier hinten. Also den da wegräumen. Ist erstmal kein Fehler. Und da Feuer drauf geben ist auch kein Fehler. Will ich da noch einmal die Stuka drauf schicken? Da ist der Abfangjäger. So. Jetzt können wir den da wegräumen. Jetzt könnte ich hier noch hinterher rücken. So. Jetzt können wir den noch ein bisschen mit unseren Medium-Bombern potenziell behaken. Jetzt gucken wir erstmal hier unten. Der hat keine Aktionspunkte mehr. Gut, jetzt kümmern wir uns erstmal hier unten weiter drum. Die haben ja ihre Angriffen. Der hat theoretisch noch einen Angriff übrigens für einen Strafing Run. Da will ich jetzt aber erstmal nichts mehr machen. Okay, den konnten wir da jetzt schön wegräumen. Ein bisschen ärgerlich, dass ich den nicht weggekriegt habe. An den komme ich da nicht ran, okay. Aber so komme ich ran. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen gucken. Hier haben wir jetzt noch eine Stuka. Den mal drauf liegen lassen. Sehr schön.
mal mit der Armee vor. Dann schicken wir unsere Jäger hinterher. Okay, hier oben wollen wir keinen Angriff setzen. Das Ganze mal so vielleicht. Jetzt gerade mal überlegen. Der da, kommt doch da locker runter, genau. Der bewegt sich da nicht mehr viel. Dann haben wir das Thema erstmal abgeschlossen. Und dann denke ich, können wir in der kommenden Runde mit zwei Armeen Warschau auf jeden Fall freiräumen. Und das ist dann schon eine ganz gute, das geht auch noch, ganz gute Zeit. Hier drüben hatten wir uns jetzt überall aufgestellt. Da werde ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Beim Italiener, ja, das ist so eine Sache beim Italiener. Ich hatte mir mal überlegt, ob es sinnvoll ist, am Anfang eine Armee hier runter zu schaffen, um damit zu versuchen, die hier unten rauszuräuchern. Auf der anderen Seite könnte man diese Armee natürlich auch gewinnbringend woanders einsetzen, wie zum Beispiel in Nordafrika. Gut, da habe ich schon zwei Armeen. Dass ich, also wenn ich ganz am Anfang runterfahre, dann kriege ich die Armee vom Italiener dahin. Gucken wir bei dem gerade in die Forschung rein. Langstreckenflugzeug kann ich beim Italiener mit leben. Mit Erdkampfwaffen allerdings nicht. Mit der Produktionstechnologie, da müssen wir mal gerade reingucken. Strategiekarte. Ne, das kann ich mir beim Italiener wieder nicht angucken. Berichte. Kann ich mir hier das Einkommen angucken? Hafen, Industrie, Hauptstadt, Stadt. Den Staff hat er gar nicht, kann das sein? Okay. Genau, jetzt quasi die einzige Überlegung, die ich anstelle, ist, will ich hier eine Armee runterschaffen, anstatt nur einem einfachen Korps? Dafür spricht, dass ich dann eine faire Chance habe, die vielleicht aus Berbera rauszudrücken. Dagegen spricht die miserable Versorgung, die man da unten hat. Und wenn der da am Anfang, ich meine, beim Italiener, ich probiere es einfach. Schaffen den mit Cruise Speed hier runter. Und fertig. Die Frage, Produktionstechnologie oder Industrie brauchen wir jetzt bei dem nicht so wirklich machen, weil der Italiener, glaube ich, nicht so viel über Industrie quasi macht. Da wäre es mir wichtiger, dass wir hier sowas wie Infanteriewaffen und Infanteriekrieg machen, dass das rechtzeitig zum Krieg fertig wird. Und zwar insbesondere in Afrika brauchen wir den Infanteriekrieg. Auf der anderen Seite, gut, Seekrieg könnte man sich auch überlegen. Einheitenmoral aller Schiffe wird geht dadurch um 10% nach oben und die italienische Flotte ist jetzt schon nicht schlecht zu Beginn des Spiels. Den Infanteriekrieg in Nordafrika kann theoretisch auch der Deutsche gewinnen, insofern investiere ich beim Italiener einfach mal in Seekrieg. So. Und in dem Sinne reparieren wir da mit dem Geld, das wir noch haben, direkt mal einen schweren Kreuzer. Dann geht es nach Japan. Japan ist eine ganz delikate Sache, beziehungsweise China ist eine sehr delikate Sache. Ich habe hier jetzt schon in den Runden gerade mit Philipp relativ viel erlebt und es ist ziemlich schwer, hier alles richtig zu machen. Und wenn der Chinese Bock hat, dann kann er einem hier richtigen Strick aus andrehen. Wichtig ist, dass man am Anfang hier ein paar der Truppen ablöst und richtige Truppen dafür hinschafft. Hier stehen nämlich überall Armeen, die bloß zum Garnisonszwecke quasi dastehen. Und die kann ich stattdessen an der chinesischen Front gebrauchen, diese Truppen.
Dann ist es beim Chinesen von außerordentlicher Wichtigkeit, dass man, ja, Infanteriewaffen 1 habe ich schon, Infanteriekrieg bin ich auch schon dabei, dass man quasi einen Tech-Lead bekommt über den Chinesen. Ich mische hier einmal dahin und einmal dahin, dann haben wir jetzt hier quasi die Felder so verbunden. Wir haben jetzt im Moment schon die Infanteriewaffen 1, die Infanteriewaffen 2 quasi schnell zu bekommen, ist auf jeden Fall in unserem Interesse. Wir müssen es aber am Anfang, wie gesagt, schaffen, dass wir möglichst viele gute Truppen darunter kriegen. Und deswegen werten wir jetzt erstmal hier die ganzen Truppen auf und schaffen die dann in der kommenden Runde dann dorthin, wo wir sie eben brauchen. Ich gebe dir erstmal nur die Infanteriewaffen mit. Hier können wir direkt schon das erste Korps vernichten, wenn wir das richtig anstellen. Schicke da jetzt erstmal meinen mittleren Bomber drauf. Jetzt haben wir hier schon ein Ergebnis von 0,4. Sehr schön, dann haben wir das schon mal geschafft, haben wir den ersten quasi ein bisschen zurückgeschlagen und hier oben müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da noch irgendein schönes Ergebnis erzielen können. Dem kann man hier Advanced Fighters, ach ne, ach, das ist ein taktischer Bomber. Das ist der, den ich aufwerten kann, genau. Dem gebe ich beides mit und der hier bekommt in jedem Fall auch den Langstreckenflieger mit, sodass der dann universelle Bomben kann. Da setze ich auf halbautomatisch. Da setze ich auch auf halbautomatisch und den hier schaffe ich mal in. Der kann bis dahin gehen, okay. Okay, er kann doch nicht bis dahin gehen. Das wäre jetzt echt schon ein großes Drama, wenn der da jetzt irgendwie hinlaufen könnte. Aber Berg-China plus 2 und über den Fluss drüber. Ich glaube, der schafft das jetzt nicht in einer Runde. Ich stelle mich da so herzhaft trotzdem mal rein. Sagen hier auch mal halbautomatisch. Auch den hier gebe ich mal Infanteriewaffen 1 mit. Und dann machen wir noch eine letzte Sache. Wir haben Carrier ja überall stehen. Und den will ich auch die Marinewaffen 1 geben, weil die dadurch bessere Bodenbombardements durchführen können. Warum der sich nicht upgraden kann? Wahrscheinlich, weil der dort nicht genug Versorgung hat. Deswegen schaffe ich den mal nach Nagasaki. Und den hier schaffen wir mal hier nach Süden, die Akagi. Die 17. koreanische Armee. Ah, okay, verstehe. Da haben wir noch eine komplette Armee, die da rumsteht. Die schaffen wir mal Richtung Norden. Da machen wir keinen Fehler mit. Okay, ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen. Die drei Truppen werden jetzt hier die Armeen austauschen, sodass ich die dann verwenden kann. Und hier drüben habe ich noch einen Flugzeugträger, genau, der ist da, um sich aufzutanken quasi. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Die 7. Fallschirmjägerdivision unter Kurt Student ist teilweise einsatzbereit. Können die jetzt schon an Polen nutzen oder bei einer frühen Offensive auf Frankreich? Ich möchte jetzt noch keine frühe Offensive auf Frankreich machen. Ich werde sie. Die kommen dann später quasi. Der zweite Korps ist bald einsatzbereit. Können wir das nach Abessinien schicken? Das machen wir auch. Das soll übergesetzt werden, genau. Jetzt erklären die uns den Krieg.
damit haben wir dann die erste Runde geschafft und wir sehen uns im kommenden Video. Bis dahin, bye bye.